Thank you very much, Martin. And, you're welcome, Momo. I'm glad to hear it. Ja, ich mach's auf Deutsch, die andere Muttersprache meinerseits. Martin. Ich selber bin der Momo oder auch Momo nicht. Und ich schreibe Gedichte wie Sie. Mach das Ganze auch schon ein bisschen länger. Und bin jetzt ein Teil des Programms der 100.000 Poets for Change gewesen. Ja, konnte ich mich gerade auch schon mit zwei Improvisationen auf der Bühne hören. Hör mal, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal schon, genau. Ich war letztes Jahr nämlich auch schon bei den 100.000 Poets for Change dabei. Und habe damals das beim Band Kulurit vorgelesen. Das ist ein Jahr her. Mittlerweile habe ich einen neuen Band rausgebracht. In der Hand, der heißt Ringe. Und aus diesem Band werde ich jetzt, wollte ich noch zwei, drei kleine Texte vorlesen. Ringe handelt vor allem um eins, im Alltag in der Großstadt. Genauso wie die Texte. Text Nummer 1, dann handelt das Arbeitsleben eines Menschen, eines angepassten Bürgers in einer großen Stadt. Und spielt auch ein bisschen auf das Arbeitsleben meines Vaters. Er lebt zwar nicht in einer großen Stadt, aber lebt sehr angepasst. Das Feuer macht sich fast selbstständig. Vielen Dank. Nein, er ist ein Versager. Schlecht. Ja, Martin, schlecht, dummer. Oh, du. Schlecht. Aus Mangel an Hirnaktivitäten. Genau. Die Länge gezogen. Scheiße, will ich aufstehen. Uhrzeit 7. Aufstehen. Muss nicht aufstehen. Und jetzt recht nicht aufstehen. Augen zu, mich normal umdrehen. Hier kein Kreisbachsam. Uhrzeit 8, Radiowecker klingelt. Die schlimmste Aussage unserer Zeit, die heißt nämlich Gute Nacht. Und zack, habe ich mich fertig gemacht. Alles vergessen, was ich nur um 7 gedacht habe. Uhrzeit 9. Die schlimmste Sünde unserer Zeit ist es, sich auf etwas zu freuen. Hier sagt man im Übrigen nicht auf einmal Hallo, anstatt Moin. Zu Hause. Ich war nause. Uhrzeit 10. Ding! Auf die Straßenbahn. Ich darf dabei nicht denken. Ich kann in diesem Moment nur noch entstehen. Und ich könnte jederzeit loslabern, wie ein Wasserfall, der aufgetaucht ist und aus der Antarktis fließt. Aber egal. Ich darf nicht gehen. Kein Wasserfall. Ich muss nämlich jetzt gehen. Uhrzeit 11. Schon lange angekommen. Aus Büro. Untot. In einer Zelle arbeitend. Getrennt von einer Pappwand. Schaffen. Scheiße, Mann. Schaffen. Und wieder schaffen. Dabei ist es der F11. Fuck! Uhrzeit. 12. Synthetik. Stopp mich nun in mich herein. Genetisch veränderte Synthetik. Muss mich hinein in diesen Körper. Der auch besteht aus Synthetik an meiner Haut. Graues T-Shirt, graue Hose, grauer und irgendwas Graues an den Füßen. Und graues in einem Brei und in einem Brei perforiert aus der Küche. Geht glatt auf meiner Haut. Ein Glück. Verstecke sie unter dem T-Shirt. Und hinter, erst recht hinter der nichts, überhaupt nicht stylischen Jacke aus einem billigen Supermarkt. Aber ist egal, wie unmoralisch die Herkunft meiner Jacke ist, kein Mensch sieht meine inneren Brüche. Das darf übrigens auch nicht sein. Und deswegen habe ich mich nur ganz klein. Denn diese halbe Stunde Synthetik, die ich in mich hineinkomme, ist mein. Genauso wie das Geld Ende des Monats. Uhrzeit, 13 Uhr. Augen vorbei, schaffen, weitergehen. Uhrzeit, 14 Uhr. Schaffen. Nur wenn er es sagt, dann bleibt alles stehen. Er, bin ich froh, dass er die Hand ist, die mich füttert. Er hat viel Gewicht und wurde selbst anscheinend als Kind wenig gefüttert. Deswegen holte er es nach, als er angefangen hat, das Geld zu verdienen. Währenddessen andere Menschen in ihren eigenen Trümmern liegen. Ja, ich wiederhole mich jetzt. Das Geld zu verdienen. Mein Herr, wie ich dich liebe abgöttisch.
du gibst mir diese Uhrzeit. 15 Uhr. Konversation im Nachbarbüro. Gartenzäune. Zwerge. Es geht ums Rasenmäher. Und vor dem Büro huschen die Katzenaugen und Freimarkttaschen vorbei. Alle gehen in Hypnose. Ein langweiliges Vorbeigehen. Uhrzeit. 16 Uhr. Nur noch eine einzige Scheißstunde schaffen. In einem lokalen Dialekt, dann aber dann liegt ein anderer in ihrem großen Tee und das kann ja niemand verstehen. Egal. Dann sogar darüber, jetzt zu gehen. Genau, diesen rebellischen Akt, das hat er verstanden. Er sieht es nun und mahnt ihn ab. Standardverfahren, wie ein Antrag bei der Stadt, der zu viel geredet hat, der ist nun morgen im unteren Stock. Die offenen Bürozellen, das ist ein unerträglicher Schock. Noch schlimmer als Pappwände. Noch schlimmer, als ob er es überhaupt verstände. Da stattdessen sieht man die Schweißperlen in seinem Spiegel. In der Minute, in der ich die wenigen Haare striegel auf meinem Kopf. Diese Haare, die riechen nach Zeugnissen biologischer Kunst und eröffnen einen Spalt für die Unvernunft. Dass sich dahinter, hinter den Haaren und der Kopfhaut und der Schädelbasis Leben verbergen kann. Ein trockener Affenhase, ein ganz normaler, menschlicher Mann, dessen Leben vor 50 Jahren noch im Sperma herumschwamm, dessen Tod aber bereits vor 25 Jahren begann, dessen Wille nächtliche Hirnaktivität ist und darauf reduziert ist, dessen Bedürfnis danach steht, dass er besonders gut frisst, dessen... Ah, stopp, stopp. Das, was hier jetzt passiert, darf überhaupt nicht passieren. Denn Kreativität ist schädlich für den Profit. Kreativität ist ein Handelshemmnis. Kreativität zerstört Ordnung. Kreativität zerstört Sicherheit. Kreativität zerstört Investitionen. Kreativität ist kein Investitionsschutz. Er, ich wiederhole, er da oben hat es gemerkt, dass mein Stuhl leer war. Er macht mir nun eins deutlich klar. Sie da vorne, weitermachen! Ich bin erst seit 3 Jahren im Betrieb, seit 3 Monaten im Betrieb. Und trotzdem, weitermachen, Junge! Uhrzeit, 17 Uhr. Eine Stunde wird noch vergehen. Ein paar Akten sind immer noch da und bestehen. Uhrzeit, 18 Uhr. Oh Gott, und diese Rucksäcke spießig. Und der Regen, der färbt meine Jacke nun niedlich. Die ganze Straßenbahn stinkt nach Langeweile. Uhrzeit, 19 Uhr. Der Rausch des Rausches der vorbei verrauschenden Autos, der Rausch des Rausches der Katzenaugen, alles hastet vorbei. Scheine Räder, der Tram. Ding, ding, los. Aber sie kann nicht los. In der Fass da vorne steht ein Tram in dem Schoß. Ein Betrunkener wirft Flaschen um sich herum. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Was mache ich übrigens jetzt los? Bleich vor Erschöpfung und ungeduld. Ich bin immer noch Maul. Ich brauche meine Passbrause aus dem Kasten, die alles vergessen macht. Uhrzeit 20 Uhr. Das graue Ausgeben. Irgendwo zwischen roten Taschen und der Fahrstunde. Uhrzeit 21 Uhr. Tür zu, nie mehr hinausgehen. Nie mehr. Eine Ewigkeit, die 10 Stunden andauert. Jede Minute genießen, als hätte ich Kaviar gefunden. Aber dieser Kaviar, der schmeckt mir nicht. Was für ein widerliches, verpickeltes, vereitertes Gesicht. Uhrzeit 22 Uhr. Nicht lustig. Stefan Raab, hast du gedacht, das ist etwa witzig, was du da laberst, wenn blöde Witze über Leute, die in deiner scheiß Stadt, wo du herkommst, an dieser scheiß Kirche, an der du jeden Tag vorbeikommst, rumhuschen? Nein, nicht wirklich. Uhrzeit, 23 Uhr. Macht der Fernseher Tagesschau eins an. Die besser gedachten Tagesthemen. Viel, viel mehr. Da irgendwas vom Bombenangriff in Bagdad, Massaker in Syrien, die Welt, die dreht am Rad. In meinem Kopf nehme ich jedoch bereits mein Bad. Vergesse all die Grausamkeiten. Und bemühe mich nun um Feinheit. Chardonnay und Dornfelder, die sind meine Freunde, die sind nicht. Uhrzeit 0 Uhr, lästige Fragen unter dem Duschkopf. Leben im Tropfen, seit über 20 Jahren. Hinter mir höre ich jemand klagen. Komm doch nicht über nach Hause. Morgen, da können wir endlich mal Schnäppchen jagen. Ich brauche mal ein neues Kleid. Und du,
Du brauchst endlich mal weniger Leid. Du kommst jeden Abend so erschöpft nach Hause. Niemals hast du eine Pause. Uhrzeit, 1 Uhr. Zahnschmerzen, ein paar Überreste von Atmung, aber ansonsten keine Hirnaktivität. Uhrzeit, 2 Uhr. Keine Hirnaktivität. Uhrzeit, 3 Uhr. Nasenschmerzen, kurz runter, danach wieder ins Bett, keine Hirnaktivität. Uhrzeit, 4 Uhr. Übertrieben starke Hirnaktivität. Aber das macht alles keinen Sinn. Deswegen mache ich kurz auf, um und fahre ordentlich hin. Uhrzeit, 5 Uhr, keine Hirnaktivität. Uhrzeit, 6 Uhr, ein klein bisschen Hirnaktivität. Uhrzeit, 7 Uhr, danke. Ich bin nicht hier.